geht man mit dem um? Oder es ist fast eine polare Situation. Man hat die neuen Kanäle, die viel bieten können. Funktioniert aber irgendwie erfahrungsgemäß jetzt immer noch nicht so ganz, wie man sich das erhofft. Und auf der anderen Seite das Altbewährte, physische Direct Mailing, das halt immer noch funktioniert. Also da steht man immer noch so ein kleines Spannungsfeld. Generell steht man auch vor der Herausforderung, es wird immer schwieriger, kostengünstig zu Neuspender zu kommen. Ad-hoc-Beratungen, aber auch bei Workshops, wo es spezifisch um Themen geht, wie Spendenakquise, Spendenbindung und so weiter. Man muss aber dort ganz klar sagen, dass natürlich Fundraiser bei den MPOs, das sind absolute Dialog-Marketing-Spezialisten. Oder ich glaube, dort, wo wir wirklich einen Mehrwert bieten können, ist im Bereich Forschung, also Stichwort Wirkung, Wirkung im Dialog-Marketing. Dort kennen wir Studien zur Wirkung von Mailings, klassisches A/B-Testing, also dass man zusammen das Testdesign aufstellen, bis hin zu Eye-Tracking-Analyse zur Optimierung von Mailings. Die Zukunft im MECO ist im Bereich Cross-Channel Solutions. Das heisst, dort bieten wir konkrete Lösungen an im Bereich Cross-Channel Communication, also die Verbindung von Off- und Online-Ebene mit Lösungen und Konzepten, die wir im Moment auch noch am Pilotieren oder am Austesten sind. Immer noch mit Abstand das wichtigste Akquisitionsinstrument und ich denke, das wird auch in den nächsten paar Jahren noch so bleiben. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass man eine Botschaft hat, die einem im Herz trifft, dass es eine Handlung ausgelöst wird. Und klar, es ist nicht einfach, dass man das kann, erzielen kann. Es kann unter Umständen auch eine ganz einfache Einzahlung sein, mit einer einfachen, klaren Botschaft drauf, wo klar ist, was man will erzielen mit dem. Und das kann unter Umständen hervorragend funktionieren. Dort ist effektiv jeden Tag Match entscheidend, wo man früher im Briefkasten ist. Da haben wir auch Lösungen entwickelt, wo man den ganzen Prozess beschleunigen könnte, indem man zum Beispiel eben Mailings vordrücken, einlagern und wir können dann die entsprechenden Textbausteine und Bilderbausteine übertünnte einbauen, bei uns drucken und dann gerade verschicken, also dass man einfach den ganzen Prozess beschleunigen könnte. Das Gleiche kann man natürlich auch im E-Mail-Bereich machen, da sind wir jetzt auch gerade dran, das mal auszutesten, weil dort hat man natürlich noch einen grösseren Zeitgewinn und kann den Zeitaspekt noch genauer einschränken.